Ich zeige euch, wie ihr aus einem Geldschein einen solchen Vogel bastelt. Ihr benötigt dazu einen Geldschein, die Wertigkeit ist ganz egal. Beginnt damit, die untere Ecke hier oben zur Kante zu falten. Macht das bitte mit der anderen Seite genauso und ignoriert dabei einfach, dass sich diese Mittellinien jetzt etwas überragen. Das soll so sein. Faltet nun diese Ecke zur gegenüberliegenden und halbiert damit das Dreieck. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr das Ganze wieder auffalten und ihr seht, dass die überlappenden Kanten sich hier so aufgestellt haben. So, dreht den Schein einmal um und ihr habt nun auf der Rückseite die Möglichkeit, diese untere Kante genauso umzufalten. So, jetzt haben wir das richtige Format für den Geldschein. Dreht ihn also wieder zurück auf die Vorderseite und legt die Ecken einfach wieder zur Mittellinie hin. Und nun falten wir die äußeren Ecken unten zur Spitze hin. Nun faltet einmal die untere lose Spitze wieder nach oben und macht das auch auf der anderen Seite so. Und legt anschließend die Ecken wieder zurück. Wir sehen jetzt hier diese Mittellinie und die benötigen wir, um die seitlichen Ecken exakt bis zur Mitte einzufalten. Diese Kante müsst ihr sehr, sehr gut festknicken, denn wir benötigen sie anschließend erneut. So, aber so sieht jetzt erstmal eure Grundform aus und nun wollen wir diese zwei Ecken nach innen einschlagen, sodass sie quasi verschwinden. Dazu faltet ihr das Ganze wieder auf und ihr seht jetzt hier schon dieses Dreieck und in diese Richtung verschwindet jetzt die Ecke. Also ihr legt sie im Prinzip nach innen ein. So, ich zeige euch gleich auf der anderen Seite noch einmal, wie das gehen kann. Also ihr faltet diese Ecke wieder zurück, geht mit dem Finger hier unten in das Dreieck hinein und legt im Prinzip diese Ecke mit etwas Druck nach innen. Wenn euch das auch leichter fällt, könnt ihr das Dreieck auch komplett öffnen und diese Ecke richtig nach innen einlegen. So, mir gelingt es so besser und wenn ihr es aufstellt, seht ihr, dass sich die Ecke nach innen gedreht hat, entlang eurer alten Falzkante. Auch das nochmal gut nachfalten und dann habt ihr eine solche Grundform. Die halbieren wir jetzt entlang dieser Mittelfalter und stellen das Ganze so auf. So, das ist die Grundform eures Kranich oder eures Vogels und ich falte sie nochmal etwas nach. Und nun wollen wir schon die Flügel aufstellen. Dazu nehmt ihr hier die obere Lage und faltet sie einmal zu der langen Seite hin, und zwar so, dass ihr diesen rechten Winkel hier habt. So, das gleiche machen wir mit der anderen Seite nochmal. Also ihr nehmt die obere Lage und faltet sie zu der langen Kante hin. So, auch diesen
Flügel stellen wir auf und jetzt wollen wir den Flügel noch einmal in die andere Seite umschlagen, also hier rüber schlagen. Und dazu bilden wir eine Diagonale, die möchte ich euch jetzt mal einzeichnen, damit ihr sie besser seht. Die zieht sich von dem Popo hier bis hier hoch, im Prinzip zum Anfang des Kopfes. Also ihr nehmt den Flügel und schlagt ihn so um. Entscheidend ist, dass ihr mit dem Daumen dieses Dreieck hier ebenfalls mitgreift. Ja, also ich mache es nochmal zurück. Ihr geht hier unten mit dem Daumen rein und schlagt den Flügel so um. Gut feststreifen. Jetzt dreht ihr den Vogel und macht es auf der anderen Seite noch einmal genauso. Ihr nehmt den Flügel hier unten mit dem Daumen und schlagt ihn so um. So, nun wollen wir noch den Popo aufstellen und dazu gehen wir mit dem Daumen hier in den Rücken und mit dem Zeigefinger drücken wir hier den Bauch etwas ein und zwar genau bis zu dem Punkt, an dem ihr gerade entlang gefalten habt und drücken das quasi nach innen ein. Wir legen also den Bauch nach innen ein und falten das dann zusammen. So hat sich jetzt der Schwanz herausgestellt. Und jetzt müssen wir den Flügel noch einmal zurückschlagen. Wieder in die andere Richtung. Und dabei ist entscheidend, dass ihr dieses Dreieck hier, ich zeichne es mal nach, so weit wie möglich umschlagt. Also ihr nehmt den Flügel, so war er vorher, und schlagt ihn hier um, sodass sich dieses Dreieck schön aufstellt. Das Ganze machen wir auch mit der anderen Seite noch einmal. Ihr habt den Flügel, wollt ihn einmal zur anderen Seite bringen und ihr seht, hier bildet sich im Prinzip ein Dreieck. Haltet aber hier diese Ecke hier unten etwas fest. Und schlagt es so gut wie möglich um. So, jetzt seid ihr schon fast fertig. Nun müsst ihr nur noch den Kopf einknicken. Und dazu fahren wir wieder mit dem Finger etwas hier in die Bauchfalte hinein, drücken das Ganze auf und wenn ihr etwas Druck auf den Kopf gebt, dann knickt der ein und es gelingt uns auch diesen nach innen umzufalten. Das Ganze solltet ihr so machen, dass die Spitze des Schnabels auch wieder nach außen ragt. Das heißt, sie verschwindet hier nicht ganz, sondern sie ist hier zu sehen. So, auch diese Falte bitte gut festdrücken. Und fertig ist euer Vogel.